herzliches Willkommen, liebe Studierende und Professoren. Ihr habt in dem Beitrag gerade gesehen, dass Frau Bentele eine sehr außergewöhnliche Frau ist, die einen außergewöhnlichen Sport ausübt, auf den man vielleicht nicht unbedingt tippen würde, wenn man ihr das erste Mal begegnet. Biathlon. Was mir passiert ist 2009, ich war mit meinem damaligen Begleitläufer unterwegs und der hat rechts und links im Wettkampf falsch angesagt bei der Bergabpassage. Bin anstatt nach rechts, wo ich hin hätte müssen, nach links gefahren und ein paar Meter den Berg runtergefallen. Und das war halt schon für mich natürlich eine Sache, wo ich dann erstmal gar nicht wusste, ob ich überhaupt weiterhin Sport machen kann. Es halten Sie ja auch Vorträge über Motivation. Wie konnten Sie sich denn nach dem schweren Unfall erneut motivieren, wieder da in die Weltspitze zurückzukehren? Also das Wichtigste waren für mich immer Ziele. Ich brauche immer eine klare Vorstellung von dem, was ich machen will, wo ich hin will. Und ich habe mir dann eben überlegt, nach dem Unfall natürlich klar schon, ob ich aufhören soll oder nicht. Aber ich habe mich dann doch entschieden, mit dem Sport weiterzumachen, weil für mich jetzt so nach einer langen, guten Sportkarriere so ein Absprung, ein Hang runter jetzt kein tolles Ende gewesen wäre. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also der Sport hat mir so viel gegeben, dass ich da keinen Tag als Verschwendung empfinde, gar nicht. Also auch zum Beispiel der Unfall oder so hat das überhaupt nicht jetzt verändert, dass ich sage, okay, das hätte ich mir sparen können. Aber sonst würde ich eigentlich das meiste wieder genauso machen, ja.